Heute wollen wir uns noch einmal über die geistige Macht unterhalten, über deine geistige Macht, die so groß ist und die du trotzdem überhaupt nie wirklich in Anspruch nimmst. Es geht heute nicht so sehr darum, dass wir da blumig drüber reden, dass du reiner Geist bist und dass du ja kein Körper bist und dass du einfach nur deine Lektion aus einem Kurs in Wundern machen musst oder eben deine Bücher über Quantenphysik lesen, deine Videos anschauen, Eckhart Tolle lesen, den Buddhismus, dich damit beschäftigen oder mit dem Tao Te Ching oder was auch immer dir jetzt da so vorschwebt. Darum geht's gar nicht. Es geht um was ganz Einfaches, nämlich dass du begreifst, wie das alles überhaupt zustande gekommen ist und wie du hier wirklich rauskommst. Denn letztendlich ist das der Dreh- und Angelpunkt zu all dem, weil wir Menschen, die jetzt aufwachen wollen, die eben ein Geistestraining absolvieren, die wissen ja um ihre Macht. Also eigentlich, wenn ich dir jetzt sage, du bist ein mächtiges Geschöpf und du hast eine Projektion gemacht, also du, alles, was du draußen siehst, hast du nach außen projiziert in einer Wahnsinnslernleistung und so, dann sagst du wahrscheinlich, Gabi, ich weiß das doch. Und darum geht es heute nicht. Es geht nicht darum, dass du das weißt. Und ich mache dieses Video, weil ich immer wieder Menschen in meinem Leben habe. Hauptsächlich ist das in Wegbegleitung. Manchmal kommen auch Fragen von meinen Lesern zu meinen Büchern per E-Mail, die ich dann beantworte. Aber ganz, ganz oft kommen eben diese Fragen in Wegbegleitung, wo Menschen sagen: Mensch, ich mache doch die Lektion, aber irgendwie verstehe ich das immer noch nicht. Und warum ist das so? Und warum ist das so schwer? Und warum ist das so zäh? Und warum gibt es so viele Strömungen? Der eine sagt, ich soll das machen. Der andere sagt, ich soll das machen. Und was ist, wenn ich hier irgendwas falsch mache? Und all diese Fragen, die sind schon auf einer ganz anderen Ebene. Die sind schon im Ego und da kannst du deine Macht nicht begreifen. Also alle diese Fragen oder dieses Begreifen wollen oder dieses ich weiß und es dann gleichzeitig aber auch begreifen wollen, findet mal wieder in deiner bekannten Box statt, in deinem Ego. Was ja zuerst, das habe ich schon ganz oft gesagt, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, wenn du eine Zeit lang mal ein Geistestraining machst, was eben zuerst zum spirituellen Ego wird. Also die meisten Menschen, die freuen sich ja tierisch, wenn sie an einem tiefen Punkt in ihrem Leben dann einen Kurs in Wundern finden oder eben ihre Form und sie dann ein Werk aufschlagen oder einem Lehrer zuhören oder so und dann bemerken, boah, das ist Balsam für die Seele, das tut mir so gut. Und dann freuen sie sich und dann bemerken sie aber sehr schnell, sie müssen etwas an ihrem Geisteszustand verändern. Vor allen Dingen müssen sie Verantwortung übernehmen. Weil wer aufwachen will, muss die komplett Verantwortung übernehmen für das, was er sieht und darf sich eben nicht mehr hinreißen lassen, mit seinem Ego zu urteilen. Und das mag dein Ego gar nicht. Aber es merkt ja auch, dass du jetzt auf einem anderen Weg bist und also schließt es sich der Reise an und verkleidet sich. Das hat es aber immer schon getan. In der Box nämlich mit seinen ganzen Etiketten, mit Liebsein zum Beispiel oder Menschenlieben, da hat es sich schon immer verkleidet. Ne? Wenn es zum Beispiel so eine Art Seelenpartner findet und total verliebt ist, dann gibt es vielleicht, gibt dein Ego diesem Menschen vielleicht das Etikett. Wenn das jetzt eine Nummerierung ist von 1 bis 10, gibt es eben dann die 10 und sagt, ich habe den so lieb. Ja, trotzdem bleibt es da drin, da in der Box und du musst über diese kleine Liebe hinausgehen, die ja auch nichts anderes ist als ein Chemie-Cocktail in deinem Gehirn. So Verliebtheit und auch, ja, wo du dann hinterher sagst, nein, ich bin schon in der Liebe. Kannst du nachmessen im Gehirn? Das ist ein Chemie-Cocktail. Du projizierst etwas auf einen anderen. Und jetzt wollen wir uns aber darüber erheben. Out of the box wollen wir gehen. Und natürlich ist die echte, wahre Liebe, die du eben über alles rüberfließen lässt, dann kein Chemie-Cocktail mehr. Aber die ist eben auch nicht objektbezogen, situationsbezogen oder irgendwie ortsbezogen, personenbezogen. Überhaupt nicht. Du liebst und dann liebst du ja auch jeden. Das kommt auch oft, diese Frage, ja, wie kann ich denn jeden lieben? Ja, also die Form,
die wird sich sehr, sehr stark unterscheiden. Und du musst auch nicht jede Form nutzen, die es da gibt. Es gibt so viele Formen, wie du Menschen lieben kannst. Und mit dem einen machst du das, mit dem anderen machst du das. Und ja, es liegt halt eine Ebenenverwechslung vor, wenn du meinst, du müsstest jetzt eine Form allen geben. Das geht grundsätzlich nicht. Und da wären wir nämlich schon beim ersten Punkt der Macht. Also, du hast eine unglaubliche Macht in deinem Geist. Eine Macht, die vom Vater in der Ewigkeit her eine Abstraktion ist. Das können wir hier auf der Erde der Formen, der Unterschiede, der Urteile überhaupt nicht begreifen. Hier müssen wir konkret sein. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Und wir müssen auch urteilen, weil wir hier konkrete Dinge sehen und weil wir hier eben in der Wahrnehmung sind. Wir müssen urteilen, aber wenn wir eben ein Geistestraining machen, dann werden wir zum Beobachter und lassen dann unseren inneren Lehrer, der eben ein Liebeslehrer ist, den lassen wir dann für uns urteilen. Und es ist eben immer ein Ruf nach Liebe oder Liebe, das Urteil. Das heißt, du wirst aufgefordert, alles in dich zurückzunehmen, zu vergeben. So, das ist die Macht. Und eigentlich ist das auch ganz einfach. Und doch fällt es uns eben so schwer, weil wir noch diese Verwechslung vornehmen. Und jetzt lass uns mal überlegen, wie das eigentlich alles zustande kam. Also wir wollen jetzt mal eine Bestandaufnahme aufnehmen. Warum bist du hier? Du bist hier, weil du einen Traum hattest. Du hast geträumt, du möchtest eine Körpererfahrung machen. Und frage dich bitte jetzt nicht an der Stelle, denn das ist wieder das Ego, warum du das wolltest. Und letztendlich kann es auch keiner wirklich beantworten. Also wenn dir irgendjemand sagt, er wüsste ganz genau, warum du hier bist und was hier deine Aufgabe ist, eins zu eins, dann kann es nur eine Lüge sein. Oder derjenige bildet es sich wirklich ein. Du kannst hier eben, wie gerade schon gesagt, nicht abstrakt, wirklich abstrakt sein. Und es ist ja aus der Abstraktion heraus entstanden. Wie wir es da genau gemacht haben, wie gesagt, das kann dir keiner wirklich beantworten. Aber du kannst eben diese kleine Metapher nehmen, die im Kurs steht, in den Geist des Sohnes Gottes kam eine wahnsinnige Idee geschlichen, eine kleine wahnsinnige Idee. Und auch, dass eben das, was du draußen siehst, nur eine Sekunde gedauert hat. Da steht nicht Sekunde, Sekunde ist der Zeit anzusiedeln, da steht ein Augenblick. Nur einen Augenblick lang dauerte diese Welt. Du bist halt eingeschlafen und erlebst immer wieder so eine Art Zeitschleife, dass es Raum und Zeit nicht wirklich gibt und so weiter. Das sagt uns heute die Quantenphysik, das wissen wir alles. Und doch scheinen wir hier gefangen zu sein. Und jetzt frag dich nicht, warum du diesen Traum hattest, du hattest ihn aber. Und mit du meine ich jetzt wir alle zusammen. Also da waren wir noch nicht der zerbrochene Spiegel, die Milliardenteile. Da waren wir der eine. In der Einheit haben wir das beschlossen. Und wir waren eben das eine Kind unseres Schöpfers, was eben pausenlos aus ihm herausgeflossen ist. Und das hat seine Schöpferkraft, die genauso ist wie die vom Schöpfer, eben jetzt für diesen Traum aufgewendet. Das war der erste Traum. Der erste Traum war eben, ich will etwas erleben in der Dualität, weil ich eben in der Einheit mich nicht reiben kann, nicht irgendwie etwas Gegenteiliges erfahren kann. Und es ist für uns ja auch nur ein Spiel gewesen, weil im ersten Traum oder bevor überhaupt wir uns so abtrennen wollten, war uns ja klar, dass wir der eine sind und dass wir aus ihm herausfließen und dass uns nichts passieren kann, dass wir ewig sind. Wir waren uns auch unseres Wertes und der Liebe bewusst und der Freiheit. Es war eben ein Spiel. Und häng dich jetzt nicht daran auf, das tun viele. Warum, wieso, weswegen? Das sind alles Ego-Fragen. Ego will dich da halten in der Box und dann fängst du zu analysieren an. Und dann, ja, dann sagen dir womöglich Menschen, ja, und Kirchen zum Beispiel, ja, du warst sündig, bist aus dem Paradies gestoßen worden. Und irgendwelche Spirituellen sagen dann, du musst hier Lernleistung vollbringen und so weiter. Lass uns doch da jetzt mal nicht drum kümmern, weil es spielt für dein Erwachen keine Rolle. Was wir wissen, was wir wirklich wissen, ist, wir sind in Wahrheit eine hochschwingende Energie, die man auch Liebe nennt. Das
wissen wir. So, und im ersten Traum, da gab es noch keine Körper, da waren wir noch der eine, da hatten wir diesen verrückten Traum, der irgendwann in einer Mega-Lernleistung zum zweiten Traum wurde. Und der zweite Traum ist das, was du jetzt gerade wahrnimmst. Du nimmst dich von mir als getrennt wahr, obwohl du und ich, wir sind der eine, aber das kannst du nicht erkennen und das können wir auch in Spielen so spielen, als würden wir uns so erkennen als eins. Aber letztendlich sind es auch nur Spiele. Du kannst in einem heiligen Augenblick das mal kurz erleben. Oder wenn du eben eine heilige Beziehung hast. Für mich, und ich rede ja immer von meinem Lernen, was mich eben weiterbringt, was mich eben in den Frieden bringt. Und deswegen mache ich das, weil es ja hilft. Ja, ich bemerke ja, dass ich in einen immer tieferen Geistesfrieden komme und die Kommunikation mit meinem inneren Lehrer eben auch nicht mehr abreißt und so weiter. Also für mich ist ein heiliger Augenblick dasselbe. Es ist ein Synonym für die heilige Beziehung. Also einen heiligen Augenblick kann ich auch zum Beispiel in der Natur haben, wo scheinbar keiner dabei ist. Aber es ist das gleiche Feeling, wie wenn du mit einem Gegenüber einen heiligen Augenblick hast, was du dann als heilige Beziehung bezeichnest, weil der Graben in dem Moment geschlossen ist und du dich als eins erkennst. Es kann mit einem Liebespartner sein, es kann mit einem Fremden sein, es kann mit jedem sein. Also das ist eben dieser heilige Augenblick, aber da bleibst du ja nicht. Du wirst hier eben in dieser Welt, in dieser materiellen Welt noch sein. Und du hast diesen zweiten Traum jetzt erschaffen, indem du hier im Körper bist. Und da fängt eben der ganze Struggle an. Da versuchen wir jetzt, wenn wir zum Beispiel so ein großartiges Werk wie einen Kurs in Wundern bekommen, den irgendwie so auf unser Leben anzuwenden, dass sich im Außen was verändert. Dass wir jetzt, weil wir ja wissen, dass wir nicht das sind, die Box, dass wir die Emotionen nicht sind, dass wir die Beziehung, die wir zu Körpern haben, gar nicht sind. Jetzt versuchen wir das irgendwie auch so zu leben. Weißt du, wie ich das meine? Du versuchst, etwas durchzuführen, was auf dieser Ebene nicht möglich ist. Du versuchst, Abstraktion in eine konkrete Welt zu bringen. Und das ist unmöglich. Also würdest du dauerhaft in diesem heiligen Augenblick bleiben, mit einem scheinbar anderen, wo sich ja dann die Grenze auflöst zwischen dir und dem anderen, oder eben alleine, würdest du da dauerhaft bleiben, würdest du den Körper ablegen. Ne, das ist eben dann auch das, was passiert, wenn ein Erleuchteter dann zum Beispiel aus einer sogenannten Meditation nicht mehr aufwacht, weil der einfach ins Licht geht. Der ist ja auch dann nicht gestorben, er ist ins Licht gegangen. Ja? Aber du bist ja jetzt hier, um eben zu erkennen, wie mächtig du bist und jetzt mit dieser Macht, die das hier alles erschaffen hat, jetzt das zu nutzen, was du wolltest. Es ist jetzt nun mal da und die Dualität ist jetzt nun mal da. Es wird dir hier nicht immer gut gehen. Das wolltest du auch so gar nicht. Du wolltest ja alles erleben und du nutzt es jetzt anders. Das bezeichne ich immer gerne als du surfst jetzt die Welle. Und wenn du eben versuchst, jetzt nicht die Welle zu surfen, sondern wenn du jetzt versuchst, eben eine neue Form, so eine spirituelle Form irgendwie auf die Beine zu stellen, da wirst du bitter scheitern. Da gehst du total tief ins spirituelle Ego, in den spirituellen Bypass, weil du eben deine Aufgaben überspringst, die dich hier aus dem Labyrinth, in dem wir uns hier bewegen, aufwachen lassen würden. Und es ist echt so, dass wenn du, wie soll ich das sagen? Ja, wenn du den Körper mit dem Geist verwechselst, das versuchen viele, dass du in eine tiefe Verzweiflung kommst, dass du in eine große Angst kommst und dass diese Verwirrung darüber und dieses, diese tiefe Verzweiflung entsteht halt tatsächlich aus deiner Verwechslung der Ebenen.
Und an dieser Stelle, wo du jetzt eben glaubst, du bist ja reiner Geist, was ja stimmt, du bist ja in der Einheit, du bist ja nicht bedroht und du gehörst auch nicht mit dem Körper in diese Welt. Wenn du jetzt eben versuchst, mit dem Körper das irgendwie auf die geistige Ebene zu bringen, den Körper sozusagen out of the box mitzuerheben, da wirst du Angst haben müssen. Und dann passieren eben die Sachen, wo dann Menschen sagen, Mensch, ich komme gar nicht weiter, ich verstehe das gar nicht. Ja, weil dein Körper kann das auch nicht verstehen, Bruder. Dein Geist versteht das schon, aber du versuchst eben jetzt eine geistige Ebene, nee, nicht eine Geist, die Körperebene in den Geist zu bringen. Du versuchst dich wegzumachen, du versuchst dagegen zu sein. Da habe ich am letzten Sonntag einen Audio-Podcast zugesprochen, also von Realitätsverweigerung. Das ist der größte Haken in deinem Aufwachen wollen, dass du die Realität beginnst zu verweigern. Weil du ja siehst, hier ist alles Drama und das ist hier nicht Gottes Wille und du willst doch nur wach werden. Und dann versuchst du möglichst in keine Inkarnation mehr zu rutschen, möglichst viel Zeit einzusparen und so. Das ist ja alles sehr löblich, aber so kommst du hier nicht raus. Du musst hier erstmal glücklich werden. Du musst dich aus der Box erheben. Und du kannst dich nur aus der Box erheben, wenn du glücklich bist und im Geistesfrieden bist, sonst wirst du nicht wach werden. Aber wenn du jetzt versuchst, eben deinen Körper wegzumachen, deine Trauma oder was auch immer dich belastet, deine Probleme, wenn du jetzt versuchst, die einfach weg von dir wegzuschieben, bleiben sie ja in deinem Geist. Ich meine, das weiß man ja heutzutage, dass die Psyche so tief ist. Und wenn du jetzt sagst, ja, die Psyche ist ja auch nur eine Einbildung, dann siehst du, wie sehr du dich da verstricken lässt in diese falschen Ebenengeschichten. Natürlich ist das auch nur der Traum. Es ist der zweite Traum. Du hast im ersten Traum eine Psyche entwickelt, klar. Aber du hast es doch reingelegt. Und das meine ich mit Macht. Also deine Macht ist so groß, unterschätze sie doch bitte nicht, dass du eine Psyche gemacht hast, wo du Dinge von dir abspaltest, die du nicht sehen willst. Und das erschafft dann auch weiter die Projektion. Wie willst du denn Projektion auflösen, wenn du nicht auf deinen eigenen schieren Schrecken schaust, was deine einzige Aufgabe ist? Und wenn du dann Liebe lehrst, das wird sich in Taten, in Worten, in Gedanken und so weiter äußern. Du trittst ja anders auf, aber in deiner bekannten Welt. Du lehrst eben Liebe, du gibst eben Frieden. So daran merkst du, ob du ein Geistestraining machst. Nicht, dass du jetzt ablehnt bist und sagst, das ist nicht ein Geistestraining, das ist nicht ein Kurs in Wundern und so weiter, sondern indem du die Dinge benutzt. Für dich und für andere in Liebe. Also Menschen, die dann in deiner Nähe sind, die werden sich geborgen fühlen, weil du sie an Gott erinnerst. Du sollst sie an Gott erinnern, an die Ewigkeit. Und das wirst du dann auch merken. Also Menschen, die natürlich jetzt sehr, sehr, sehr tief schlafen, die können auch Angst vor dir bekommen. Aber in der Regel ist das so. Und diese Erfahrung mache ich, und deswegen teile ich das hier, je mehr ich Liebe lehre, je mehr ich eben das, was ich mit meinem inneren Lehrer durch einen Kurs in Wundern hauptsächlich lerne, wenn ich das in die Welt rausgebe, in der Regel ohne Worte, sondern einfach nur durch meine Präsenz, fühlen sich die Leute in meiner Nähe sehr wohl und fühlen sich geborgen und können sich mal fallen lassen. Und daran siehst du, ob du eben Frieden gibst in diese Welt, auf diesem Schlachtfeld, oder ob du eben weiter tatsächlich deine Macht missbrauchst. Du willst so sehr hier wach werden, dass du deine einzige Aufgabe überhaupt nicht ernst nimmst, nämlich Frieden zu geben. Wenn du Frieden gibst, wirst du Frieden empfangen. Das hat Jesus getan. Also, wir sollten doch Jesus nachfolgen. Ja, also, wenn doch einer ein Vorbild ist in dieser Welt, ein einziger, dann ist es doch wohl Jesus. Und der hat Liebe gelehrt. Und der war dem Juden ein Jude und dem Römer ein Römer. Sprich, du kannst überall hingehen. Das bedeutet das letztendlich. Ja, und mein innerer Lehrer, der gibt mir schon seit Anbeginn der Zeit, wollte ich jetzt sagen, das weiß ich nicht, ob es seit Anbeginn der Zeit ist. Ich kann mich nur an mein jetziges Leben, an meine jetzige Inkarnation erinnern und ich weiß, dass er mir schon seit ich klein bin
gerne Bilder und Metaphern gibt, weil ich nun mal Bilder gemacht habe und er benutzt das, was ich gemacht habe. Genauso wie er mir ja auch meine Beziehung nicht wegnimmt. Er erhebt sie. Er benutzt meine Beziehung. Er benutzt meine Liebesbeziehung. Er benutzt meine Freundesbeziehung, meine, die ich zu meinen Kindern habe, zu Verwandten und so weiter. Das nutzt er einfach. Er bringt es auf eine andere Ebene. Ja, und so nutzt er eben auch die Bilder, die ich gemacht habe im ersten Traum, die ich jetzt ausleben muss, weil ich so mächtig bin. Aber die nutzt er jetzt anders. Und er gibt mir eben Metaphern und Bilder. Daraus schreibe ich ja auch meine Bücher zum Beispiel. So ist noch jedes meiner Bücher entstanden, aus den Bildern, die er mir gibt. Weil das kann ich verstehen. Das kann ich in meine Welt übertragen. Es ist in meiner Welt und ich kann es hinterher übersetzen in etwas Höheres. Und dafür sind dann eben diese Bilder der Liebe, des Friedens. Aus Horrorbildern werden Bilder des Friedens. Und er hat mir ja auch immer wieder die Labyrinth-Metapher gegeben, so wie eben auch mein letztes Buch heißt, das Labyrinth aus Sternstaub und Träumen. Und er hat mir jetzt zum Zwecke dieser Betrachtung, wie mächtig du bist, nochmal gesagt, ich solle eben zum Zwecke der Betrachtung einen Irrgarten nehmen. Und er hat mich dann wirklich aufgefordert, mal nachzuschlagen, was ein Irrgarten überhaupt ist. Und in dem Moment stutzte ich dann und habe dann für mich gedacht, naja, ich weiß doch, was ein Irrgarten ist. Da geht man rein und man sucht den Ausgang, man läuft da durch. Aber er hat mich wirklich innerlich aufgefordert, es nachzuschauen. Und das habe ich gemacht und ich habe mir das aufgeschrieben, was da steht. Und zwar stand auf Wikipedia zum Irrgarten Folgendes. Ein Irrgarten ist ein Gestaltungselement der Gartenkunst. Seine Unübersichtlichkeit täuscht den Orientierungssinn des Besuchers zu dessen Vergnügen. Seine verzweigten Wege verleiten absichtlich zum Verirren und idealerweise besteht die Anlage aus einem engmaschigen System über Kopfhoher und blickdichter Hecken und besitzt einen Zielplatz. Und das fand ich echt krass. Du hast diese Welt hier gemacht, also du siehst, es ist jetzt eine Metapher. Du hast jetzt diese Welt ja zum Vergnügen gemacht. Na klar, wolltest du hier. Und absichtlich, um dich hier zu verlaufen. Dieses absichtliche Verlaufen, das macht ja so ein, erzeugt ja so ein Grusel. Im ersten Traum hast du gesagt, oh, ich will mich mal gruseln. So wie wenn du ins Kino gehst und dir einen Thriller anguckst oder einen Horrorfilm. Du willst dich doch da gruseln. Und so hast du diesen Irrgarten gemacht. Und auch dieser Platz, also dieser Zielplatz, ich fand das so krass. Wir alle suchen den Zielplatz hier. Ein Irrgarten ist eine Wahnsinnsmetapher, was wir hier eigentlich tun. Es hat hohe Hecken. Es ist unübersichtlich. So, und das hast du gemacht. Und jetzt schau mal. Du gehst also, du hast im ersten Traum diesen Irrgarten gemacht. Lass uns bitte bei der Metapher bleiben. Du gehst jetzt voller Freude in diesen Irrgarten bei einer Inkarnation, weil du im ersten Traum beschlossen hast, du willst dich verlaufen. Zum Vergnügen. Zum Vergnügen willst du dich in diesem engmaschigen System hier aufhalten. Du gehst da rein und willst es nicht wirklich vergessen, bemerkst aber, wenn du nicht vergisst, dass das nicht echt ist, dann hast du den Kick nicht. Also bist du wie ein Kind, das eben vergisst, dass es das Kind ist, sondern ganz in seiner Rolle als Cowboy aufgeht oder als was weiß ich auch immer. So hast du vergessen, wer du bist und läufst jetzt durch dieses Labyrinth, durch diesen Irrgarten. Und die Menschen, die jetzt nicht spirituell sind, so nenne ich sie mal, wir sind alle spirituell. Spirituell heißt geistig. Du bist ja reiner, purer Geist. Du bist Liebesenergie und so weiter. Auch wenn du es noch so tief vergisst, da kannst du nichts dran ändern. Du kannst nicht das ändern, was Gott geschaffen hat. Und er hat dich geschaffen. Ja? Aber wir gehen mal davon aus, es gibt ja ganz viele Menschen, die das eben nicht wissen, die verlaufen sich hier. Und dieser Irrgarten ist ja voller anderer Menschen, mit denen du dich unterhalten kannst, mit denen du gemeinsame Sache machen kannst,
Stell dir vor, in diesem Irrgarten sind so viele Möglichkeiten. Du solltest aber eigentlich nur eintreten. Also so hast du dir das vorgestellt. Dieses kleine Spielchen von uns ist ja mächtig in die Hose gegangen, weil wir wollten eigentlich in den Irrgarten eintreten, wollten. Wir haben uns ja geteilt, getrennt, haben uns in einem anderen dann gesehen, beziehungsweise wir haben uns nicht in dem anderen gesehen. Wir haben gedacht, da ist ein anderer, obwohl das immer wir selbst sind. Und wollten ja, während wir hier unsere Erfahrung machen mit Hell und Dunkel, mit Schmerzen und mit glückseligen Gefühlen, mit Lust und Leid, mit Hell und Dunkel, wollten wir eben langsam durch dieses Labyrinth und am Ende wieder austreten, mit einem Rucksack voll Erfahrung. Und dann wollten wir zurückgehen und nicht wiederkommen. Und das ist eben so in die Hose gegangen. Wir haben, während wir in diesem Labyrinth sind, vergessen, dass das nur ein Spiel ist. Wir haben den Deckmantel des Vergessens drüber gelegt. Aber in diesem Irrgarten sind ja überall Möglichkeiten, wie du aufwachen kannst. Du wirst andere Teile von dir finden, andere Menschen, die dich erinnern, hey, du bist reiner Geist, du bist Liebe, du bist ein Teil von mir, du bist Gottes wunderbare Schöpfung, wach auf, komm bitte nach Hause. Ja? Und du wirst Menschen finden, die dich reinziehen, andere Teile, die dich verlocken, die dir sagen, du kannst hier das große Geld machen, das große Glück machen. Du kannst hier glücklich werden, gesund sein, schön sein. Du kannst hier so tolle Beziehungen haben und es zieht dich rein. Und die allermeisten zieht es erstmal ganz tief in dieses, du kannst alles haben. Wie ich es immer wieder sage, die drei Säulen vom Ego-Denksystem, Geld, Sex und Macht, daraus besteht nämlich dieser Irrgarten. Und das sind so starke Magneten und die lenken dich ab. So, und jetzt passiert Folgendes. Du bekommst jetzt einen Kurs in Wundern und du stellst fest, du bist das nicht in dem Irrgarten. Und dann gehst du nicht mit dem Kurs, mit deinen Lektionen durch die Gänge weiter, lässt die Begegnungen kommen, die da tatsächlich auf dich warten, weil du sie reingelegt hast. Du musst ja zum anderen Ende, du musst ja zum Ausgang. Du machst im Grunde das Gleiche eine ganze Zeit lang wie Menschen, die tief schlafen. Die Menschen, die tief schlafen, die verirren sich in den Gängen. Die bleiben da viel zu lange drin. Die suchen gar nicht den Ausgang. Die verheddern sich da in dem bunten Zeugs. Aber wenn du jetzt eben spirituell bist, dann suchst du dir die Spirituellen und dann geht ihr in einen anderen Gang in diesem Irrgarten. Und da guckt ihr dann nicht mehr nach links und rechts. Aber so kommst du aus dem Gang nicht raus. Aus dem ganzen Irrgarten nicht raus. Es gibt nämlich einen Ausgang. Und was musst du tun? Du musst diesen Irrgarten durchqueren. Du kannst nicht einfach stehen bleiben. Auch nicht mit fünf Auserwählten in irgendeinem, einer Gruppe, in irgendwelchen Gemeinschaften oder so. Das ist so realitätsfremd. Wie gesagt, ich habe es in meinem letzten Audio-Podcast besprochen, warum das so ist. Du missbrauchst weiter deine Macht. Du sollst jetzt hier durchgeführt werden. Der Kurs würde das, was ich dir jetzt als Metapher mit dem Irrgarten erzähle, der würde das bezeichnen als du erhebst dich über das Schlachtfeld. Ja? In der Metapher ist das so, du gehst durch die Gänge, die Begegnungen, die da sind, die lässt du heilen. Du bleibst ein bisschen hier und du bleibst ein bisschen da. Manche begleiten dich bis zum Ausgang, mit manchen bist du nicht so lange, aber du gehst mutig den Weg, den du dir eben vorgenommen hast zu gehen, weil du diesen Irrgarten ja selbst gemacht hast. Du musst ihn jetzt gehen, aber du surfst jetzt die Welle. Und du gehst eben raus und der Kurs würde sagen, also jedes Mal, wenn du dann wieder eine Begegnung hast, wenn du wieder in eine Situation kommst, da wieder ein Problem ist, löst du mit deinem inneren Lehrer die Blockade auf und du gehst hierhin, out of the box, du erhebst dich übers Schlachtfeld. Und da ist eben der Ausgang hier oben. Ne? Also hier sollst du immer öfter sein und irgendwann tut der Vater seinen Schritt und dann huscht, bist du ganz out of the box, für immer. Und in dieser Metapher ist es halt so, du gehst jetzt hier durch diesen Irrgarten, den du selbst gemacht hast, mit seinen engmaschigen Gängen zum Vergnügen, wie es da eben steht, was ein Irrgarten eigentlich soll. Du suchst nicht mehr diesen Platz, der da hier in dieser Metapher bedeuten soll. Du suchst dein Ziel, Reichtum, Schönheit, Luxus, Beziehung und so weiter,
möglichst viel Vitamin B, was du dir so vorstellst. Du erkennst jetzt, das zieht dich rein. Das ist alles dafür da, um dich reinzuziehen. Du lässt dich nicht mehr reinziehen, du gehst durch. Und wenn du jetzt sagst, aber das ist doch so schwer und warum tut das so weh und warum gibt es so viele Leute, die lehren das und andere lehren das? Naja, die sind genauso wie du hier drin und versuchen rauszukommen und schwer ist es gar nicht. Es ist nur schwer, wenn du deine Macht verleugnest. Also, verwechsle aber diese Macht nicht. Körperlich hast du überhaupt keine Macht, weil du hast den Traum ja bereits erfunden und in dem Labyrinth gibt es Schmerzen, gibt es Krieg, gibt es Tod. Frag dich nicht, warum muss ich leiden? Wieso bekomme ich Krebs? Wieso? Ja, Ken Wapnick, ein ganz großer Kurskenner. Ich habe all seine Bücher gelesen. Wunderbar hat der Mann geschrieben. Er hatte Krebs. Helen Schackmann, die den Kurs übermittelt bekam, auch. Ist das für dich jetzt ein Zeichen, dass die einen Fehler gemacht haben? Nein, die haben das genauso wie du auch in den Traum gelegt. Der Traum ist doch Leid und Tod und ein bisschen Liebe und Glückseligkeit. Du sollst nur begreifen, dass du jetzt die Welle surfst und nicht fragst, wieso, weshalb, warum, sondern immer nur diese Frage, wozu dient es, wie Jesus uns darum bittet, es zu fragen. Und wozu dient es denn? Es muss immer zu Liebeszwecken dienen. Immer. Und das funktioniert und du surfst die Welle dann. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich höre meinen inneren Lehrer nicht und so weiter, dann sei dir gesagt, du musst den Weg gehen und dann wird er sich vor dir auftun und du hörst auch deinen inneren Lehrer. Immer ist es der Konflikt, der dich abhält, wenn du beim Konflikt verweilst, der dich so reinzieht, ne? So wie die Erdanziehungskraft. Du musst aber wissen, dass das hier nicht die Wahrheit ist. Du musst hier dein Leben, was du so dir erdacht hast, jetzt wirklich ableben. Aber jetzt anders, jetzt mit einem Führer, der dich hier sicher durch diesen Irrgarten rausbringt. Und stell dir mal vor, außerhalb von dem Labyrinth oder von diesem Irrgarten, da ist jetzt dein Schöpfer. Da sind deine Eltern, da ist dein Vater, da ist das Universum. Und mitten in dieses Universum, weil der Himmel ist halt kein anderer Ort, hast du deine kleine Welt platziert. Das heißt, um dich herum ist Gott. Ja? Und der ruft dich pausenlos. Der sagt pausenlos, komm nach Hause. Ist doch klar, dass du schlecht hörst. Denk an die großen mächtigen Gebüsche, die da sind, die hohen Hecken. Du hörst es alles sehr dumpf, weil innen ist es laut im Irrgarten, weil alle durcheinander rufen und wie Marktschreier, die an jeder Ecke zeigen, was es Tolles zu entdecken gibt. Auch die Spirituellen, die sagen, komm zu uns, wir tanzen fröhlich um den Maibaum. Wir lieben uns alle. Halleluja. Komm hier in den Gang. Du brauchst gar nicht weitergehen. Lass mal alles los. Aber lass mal alles los ist nicht genug. Lass mal alles los und folge mir nach. Das ist was anderes. Das ist wieder ein geistiges Geschehen. Lass alles los. Wie es eben oft gelehrt wird, heißt, lass alles stehen und liegen und verdrück dich. Und drück dich vor deiner Verantwortung. Das ist was anderes. Ja. Dieses lass alles los und folge mir nach, was Jesus gesagt hat. Damit ist gemeint, lass mal jetzt diesen Irrgarten los. Lass mal die Dinge einfach sein und folge mir nach. Ich gehe vor, du gehst hinterher, du wirst Begegnungen haben und so weiter. Und mit mir wirst du immer deutlicher die Stimme hören, die dich da im Außen ruft, die nur in der Metapher außen ist, denn die ist in Wahrheit in dir. Aber in der Metapher stell dir vor, sie ist ein bisschen dumpf, weil die Hecken davor sind und eben dieses Marktschreierische. Aber je mehr du das hinter dir lässt und je mehr du mutig deinen Lebensweg gehst, mit allen Begegnungen, allen Dingen, die da drin sind, ob das Krankheiten sind, Berufe sind, die Menschen, die da drin sind, alles, was du dir vorstellen kannst, nutzt du jetzt nur noch mit deiner Macht. Und du sagst nicht, aber wenn ich so eine Macht habe, wieso bin ich dann noch nicht wach geworden? Das ist wieder dein spirituelles Ego. Und auch die Macht, wo du dann sagst, wenn ich so eine Macht habe, wieso bin ich krank? Oder wieso bleibe ich nicht ewig jung? Oder wieso habe ich kein Geld? Darüber hast du keine Macht.
Ja, also du kannst hier, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, du kannst hier bestimmte Dinge manifestieren, aber vieles auch eben nicht, vieles geht schief. Du hörst ja immer nur die, bei denen es funktioniert hat. Die vielen Millionen, bei denen das nicht funktioniert, die, ne, die sagen es dir doch nicht. Das bekommst du doch nicht mit. Aber wenn du begreifst, dass du der Teil von ganz vielen Teilen bist, dass du ein Teil von dem Ganzen bist und alle versuchen irgendwie zu manifestieren, ist doch klar, dass dir da jemand auch in die Quere kommt. Und hier ist Chaos und es schießt dir kreuz und quer. Lass dich davon nicht verunsichern. Also, du hast den Irrgarten zum Gruseln gemacht, zum Belustigen gemacht und du hast ihn gemacht, um zu vergessen. Und es bringt dir weder etwas, dich hier zu verlieren in den Gängen und hier zu versuchen, deine Macht auf dieser Ebene auszuführen, indem du jetzt Karriere machst, und ganz wichtige Person bist und was auch immer du dir da jetzt vorstellen kannst. Aber genauso ist es auch, wenn du eben jetzt einen spirituellen Weg gehst und dann letztendlich dich in irgendeinem Gang verlierst mit ganz vielen Menschen und ihr erzählt euch nur noch schöne Sachen und ihr sagt, ja, das ist ja alles nicht wahr und ihr wartet im Grunde auf euer Sterben. Ja, ihr würdet dann nicht sagen, wir sterben, ihr würdet sagen, ja, wir haben es verstanden, die anderen haben es nicht verstanden, wir sind ja hier zusammen und dann holt Gott uns ab. Ne, das ist ja in Sekten auch so, ne? Wo ganz viele sich zusammenrotten und dann alle Selbstmord begehen, Massenselbstmord. Oder wie es in einigen Sekten dann ist, die steigen dann auf den Berg und meinen, die werden vom UFO abgeholt oder was. Und im Kleinen ist das eben auch in so manchen Gruppierungen, wo dann eben so eine Weltfremdheit ist. Du sollst ja das, was du gemacht hast, jetzt auflösen. Das kannst du nur, wenn du hinguckst. Und die Macht hast du. Du hast nicht die Macht darüber jetzt zum Beispiel, was mit deinem Kind ist. Oder dass der Krieg immer schlimmer wird. Du siehst, was jetzt gerade in der Welt passiert. Trotzdem sollst du die Verantwortung dafür übernehmen, nämlich, dass du erkennst, dass du Chaos gemacht hast. Also du und ich. Du, wenn ich mit dir spreche, meine ich mich ja auch immer. Ich spreche ja immer ein Teil von mir an. Ich spreche dich ja nicht als Frau an oder als Mann an oder so. Ja, weil du machst noch dein eigenes Ding, auch noch. Aber du sollst halt immer öfter bemerken, dass du die Verantwortung hast. Und jeder einzelne von uns, der ja zum Ganzen dazugehört, ist eben wichtig und wird aufgefordert, die Verantwortung zu übernehmen und eben dem Heiligen Geist den Krieg zu geben oder die Kriege, die toben und alles das, was gerade so ist. Nicht zu schimpfen, sondern es zu übergeben in Liebe. Das ist deine Macht. Und dann erwarte nicht, dass die Waffen niedergelegt werden. Hör auf mit Erwartung. Gib einfach Frieden. Geh dahin, wo das Schlachtfeld ist. Da wirst du zu aufgefordert. Es steht auch im Kurs. Der Kurs ist nicht für die Stille gedacht. Er ist fürs Schlachtfeld gedacht, weil du sollst doch da Frieden bringen, wo kein Frieden ist. Und das ist ganz, ganz oft einfach nur ein Gewahrsein in Liebe. Wenn du Liebe denkst, dehnst du Liebe aus. Und das können alle um dich herum dann fühlen. Und der eine oder andere, den nimmst du total mit, ohne das zu merken. Und das ist die Macht. Und die musst du wieder an dich nehmen. Und deswegen bringt es gar nichts zu sagen, ja, aber ich höre meinen inneren Lehrer nicht oder wieso geht es mir immer noch nicht so gut oder wieso verstehe ich den Kurs nicht oder so? Den brauchst du nicht verstehen. Du brauchst einfach nur deinen Weg zu gehen und dich in Liebe auszurichten. Wozu dient es? Na, zu lieben. Immer nur um zu lieben. Und die Liebe muss dein Führer sein. Und dann setzt du deine Macht richtig ein und versuchst eben nicht, hier als kleines Menschlein etwas zu machen, was du als Menschlein nicht machen kannst. Ja, dein Körper ist hier nicht in Sicherheit und die Gesetze, denen du nicht unterstehst, wie es im Kurs heißt, den untersteht dein Körper sehr wohl und du kannst hier nicht flüchten. Dein Geist untersteht gar nichts. Du bist in Sicherheit. Du kannst nicht sterben, du kannst nicht frieren, du brauchst keine Medikamente. Du, der du in Wahrheit bist. Aber mit Körper gehst du durch diese Lektion und erkennst, was das bedeutet, wenn du mal kein Medikament bekommst. Erkennst, wie wahr dein Ego das für dich machen will
und du entscheidest dich dagegen. Du musst das, was du hier geschaffen hast, auflösen, und zwar von innen heraus. Und von innen heraus meine ich, du gehst den Weg bis zu Ende. Bleibt dir auch nichts anderes übrig, weil es ist ein Traum, der ist längst vergangen, er ist abgeträumt und du kannst jetzt nicht irgendwie aus diesem Traum aussteigen. Wenn du das versuchst, machst du Spiritual Bypassing, die Gedanken, die Bindungen werden in dir bleiben und du gehst wieder in diesen Irrgarten, weil wie willst du denn mit diesem ersten Traum, der ja in dir bleibt, zurück dahin, wo du hingehörst? Du hast ja den ersten Traum im Geist. Der erste Traum ist, du wolltest das hier. Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, aber es ist so. Und im zweiten Traum wolltest du das ausleben und da musst du jetzt deine Macht benutzen, um es nicht mehr zu wollen. Das heißt nicht, du bist nicht dagegen. Das bedeutet es nicht. Das bedeutet, das, was jetzt eben auf dich zuzukommen scheint, hast du reingelegt, ist in deiner Verantwortung und du fängst jetzt an aufzuräumen, zu vergeben. Und dann gehst du mit deinem inneren Lehrer nicht in irgendwelche mauscheligen Ecken oder so. Du läufst jetzt diesen Irrgarten entlang und mal wird es dich noch gruseln, dann wirst du dich erinnern, du bist nicht allein, auch in der Dunkelheit ist der Himmel um dich. Du wirst immer öfter die Stimme deines Vaters rufen hören. In dieser Metapher ist es eben außen, ne? Das eingebettet in seinen Armen sozusagen ist dieser Irrgarten. Aber in Wahrheit ist die Stimme natürlich, wenn wir die Metapher verlassen, in dir. Du hörst den Ruf und du gehst mutig weiter und du lässt dir nicht sagen, das darf ich nicht mehr und so weiter. Und deine Aufgabe ist eine sehr kleine. Du musst einfach nur jedes Mal erkennen, dass du träumst und Liebe lehren. Liebe lehren und es ist eine Illusion. Und dann wird es für dich längst nicht mehr so schlimm sein und du wirst eben alles in dich zurücknehmen. Auch das, was ich dir erzähle von, es gibt ja Spirituelle, die sich dann zusammenklüngeln. Es soll keine Schuldzuweisung sein, Bruder. Das ist etwas, das muss auch ich in meinen Geist zurücknehmen. Wir können uns nicht mehr gegenseitig beschuldigen. Also, wenn mich jemand beschuldigt, klar, ich nehme es in meinen Geist zurück, aber es zeigt mir ja nur, dass jemand auf mich was projiziert. Für mich gibt es Schuld in dem Sinne nicht mehr, nur totale Angst und aus Angst eben wieder eine Projektion machen. Und es gibt nicht die, die es besser wissen und nicht besser oder so. Hör auf deinen inneren Lehrer und nimm die Macht wieder an dich. Und das ist die Macht, die in dir ist und von der ich eben gesprochen habe. Ich hoffe, diese Metapher hat dir jetzt ein bisschen geholfen und du siehst, wie leicht es eigentlich ist. Ja, also du wirst eben nicht aufgefordert, irgendwas anders zu machen, sondern dein Gewahrsein muss sich verändern. Und bleib im Gespräch mit deinem inneren Lehrer, auch wenn du meinst, du hörst ihn nicht, rede mit ihm. Du wirst dich wundern, wie schnell du ihn dann hören kannst. Ich danke dir.